Ach, Kavala war ich schon lange nicht mehr. Vorgestern. Gestern. Nee, gestern, genau. War das gestern? Nee. Homeowner License, ja. Ja, doch, da waren wir auch. Alter. Ey, das macht ihr nie wieder mit mir. War doch gut gemacht, oder nicht? Das war eine geile Aktion auf jeden Fall. Ich hab da trotzdem gut geschwitzt. Hat jemand wenige 100 Leben? Nee. Ja. Beim Hospital ist ein Arzt, hab ich gerade gesehen, als sie heilen lassen. Danke. Ich kann auch die 50 Dollar einfach ausgeben. Kannst du auch. Aber RP machen, juhu. Dr. Fuchs. Mikrofon muted. Guten Tag, hier spricht die Polizei. Ich bräuchte mal ein bisschen Heilung. Da können Sie mir doch bestimmt helfen. Was spielen ein bisschen? Klar, kann ich machen. Sind von der Polizei, wirklich? Ja, genau. Wir haben jetzt unser Auftragsgebiet nach Kavala verlegt, vom Rebellen-Outpost hierhin. Und da haben wir jetzt auch eine neue Uniform bekommen. Achso, okay. Interessant. Jo. Ja. Ich danke Ihnen für die Spende. Ja, ich danke Ihnen für die Heilung. Schönen Tag noch. Tschüss. Cops habt ihr noch nicht gesehen, oder? Nö. Ja, ich hab mal gerade so ein Auge hier auf der Straße. Waffe senken, Jungs. Waffe senken. So, jetzt erklären Sie mal bitte, wo Sie Ihren Führerschein gemacht haben, wenn Sie hier gegen die Wand fahren. Habe ich das bei ihm erklärt, Kapitän? Aha, das erklärt einiges. Ja, das macht ein Ticket von 5000. Sind Sie damit einverstanden? Nee. Okay, also nochmal. Das macht ein Ticket von 5000, was Sie von mir bekommen. Sind Sie damit einverstanden? Oh, das hört sich gut an. Ja, dann werde ich mir dann könnte ich Ticket ausstellen. Und wenn Sie nicht aufhören, vernünftig zu fahren und nicht mal anfangen, ein bisschen chaotischer zu fahren, wird das Ticket leider nur noch teurer für Sie. Mikrofon muted. Wenn Cops kommen, soll ich ja schießen? Herr Günther, kann man Ihnen irgendwie helfen? Kopf, wenn Sie einen Kopf töten, dann kriegen Sie leider das größte Ticket, Herr Major Fox. Wie bitte? Kann man Ihnen jetzt irgendwie helfen? Sie schauen hier so bedrückt. Ja, lassen Sie sich das eine Lehre sein. Ich bin die Polizei. Sie sehen es ja, steht auf dem Rücken. Ich verstehe Sie nicht. Tut mir leid. Okay. Leck ich in Game so sehr. Ich schaue bedrückt. Gehen Sie lieber zu, dass Sie jetzt hier Land gewinnen und Unfug machen. Ist einfach so ein trauriger Tag. Krawall machen und die Sonne scheint. Husch, husch. Ein Grund mehr zu weinen. Ja. Und es sind noch Polizisten unterwegs, die noch nicht erschossen wurden. Das muss unbedingt geändert werden. Geht es Ihnen nicht gut? Haben Sie Ihre Tabletten nicht genommen? Probleme mit Ihren Pupillen, wenn Sie die ganze Zeit nur eine Wand anschauen? Ich mache nur ein wenig Sport. Ja, das ist gut. Gibt auch einen Fitnesstrainer hier auf dem hier auf der Insel. Ich bin gespannt, die Cops sind sowieso schon angeschrieben. Ja, mit Cops hin, sehe ich easy, oder? Oh, das ist eine schwierige Frage. Olaf, der eine läuft die ganze Zeit vor dir weg. Ja, der kriege ich immer einen Alkoholtest bei dem machen. Und wenn der nichts getrunken hat, dann gibt's Ärger. Herr Krieger, bleiben Sie doch bitte mal stehen. Ich würde gerne mal einen Alkoholtest bei Ihnen machen wollen. Ah, ich höre gerade, der Rekrut Silent Assassin will das gerade mal machen. Mm-mm. Der hat das noch nie durchgeführt. Ich auch gerade. Ist egal. Nein. Nächste Mal. Ja, ich mach das, ich bin der Chief hier von der Polizei. Ich mach das jetzt selber hier. So, wegtreten. So, Herr Krieger. Ich werde ihn gleich mal. Halt zusammen.
Und dann müssen Sie ganz lange pusten, solange bis ich Stopp sage. Haben Sie das verstanden? Natürlich. Ach Olaf, ich bin so mad. So. Pusten Sie. Weiter. Nein, das ist so, was war das denn? Nochmal. Ja, weiter, weiter, weiter. Was ist denn da los? Nochmal. Stopp, ja, stopp, 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 stopp. Ja, was schätzen Sie denn, wie viel Promille Sie haben? Du redest gerade nicht in Game. So. Was schätzen Sie denn, wie viel Promille Sie haben? Nee, ich hab noch nichts getroffen. Heute noch nichts getroffen. Gar nichts. Hier, Herr Olaf, sehen Sie mal das Ergebnis. Mikrofon muted. Oh Gott, da ist ja gar nichts zu sehen. Was ist denn mit Ihnen los, Herr Krieger? Wir hätten jetzt mehr von der von Ihnen erwartet. Ja, Ticket. Ja, also ich werde das jetzt mit dem Ticket übernehmen. Sie haben gar nichts getrunken. Das heißt, ich kann Ihnen jetzt nur ein kleines Ticket ausstellen von $10 und ich bitte Sie, oder ich fordere Sie dazu auf, das nächste Mal mehr Alkohol zu trinken. Es ist hellichter Tag, viel zu wenig. Da müssen Sie mindestens ein Promille haben, aber mindestens. Na, da finden Sie ja wohl noch die Flaschen beim hellen Tag. Ja. Cops kommen von der Cop-Base aus. Cops von der Cop-Base. Ja, bleib mal drin. Ja, okay, so, Sie haben jetzt das Ticket bekommen. Wie ich sehe, haben Sie das Ticket auch bezahlt. Wir drehen uns, wir ziehen uns zurück, wir ziehen uns zurück. Halbe Stunde, ich quatsch dir jetzt einfach mal. Mach mal. Und denken Sie dran, das nächste Mal wird mehr Alkohol getrunken. Das ist meine, die letzte ich Verwarnung. Ich einfach weiter. LOL. Ja, okay. Ich bin schneller. Was? Da ist das Ticket. Herr Vitus, kommen Sie her. Herr Vitus, bleiben Sie stehen. Ich bin nicht schnell gelaufen. Ja, Sie sind viel zu schnell gelaufen. Dafür muss ich Ihnen jetzt leider ein Ticket ausstellen. Immer diese Raudis. Ja, ja, viel zu schnell laufen noch die Kollegen. Und dafür ist ein Ticket, ne? Da zahle ich Ihnen jetzt $100. Sind Sie damit einverstanden? Ja, ist okay. Ich bleib mal ein bisschen hier auf der Straße stehen, falls die Cops nochmal kommen. Herr Krieger, ich gebe Ihnen jetzt mal eine Flasche zu trinken und ja, das trinken Sie jetzt ganz schnell. Nächstes Mal laufen Sie einfach ein bisschen schneller, ja? Damit Sie ja nicht so, nicht alle, okay. Schneller, damit ja? Sie ja wenigstens ein bisschen Alkohol in das haben. Alles klar. Ja, okay. Sie sind so in Ordnung, muss ich wieder rein in die Stadt. So, das trinken Sie jetzt aus, ich will das sehen. Okay, sehr gut. Und jetzt werden Sie sich nach Hause begeben und werden sich in einem Laden vorher einen kleinen Alkoholvorrat anschaffen, okay? Naja, wenn die jetzt nochmal kommen, dass ich den direkt kriege, dann stelle ich mich mitten auf die Straße. Naja, jetzt schon beschießen können. Ich hätte es schon gekriegt, aber... Naja, jetzt geht nicht um Schießen, er will die anquatschen. Die sind gar nicht mehr so viele Troller, ne? Nee, nee. Ja. Kann man nicht einer irgendwie anonym die Bullen anschreiben? Wieso denn? Kannst du ja hier einen überreden. Ich glaube, der Blaue ist viel... Oh, oh, oh. Philipp ist viel zu langsam gefahren, ne? Ja. Hier sind 80. Ja, Philipp, halten Sie mal an! Fahren Sie mal hier rechts rauf, bitte. Kontrolle, allgemeine Verkehrskontrolle. What? Bam! Was macht der? Okay. Der hält rechts an. Gib dem mal da vorne ein Ticket für einen Unfallbon, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, er ist aufgefahren, ne? Der so, Herr Philipp, einmal vors Auto kommen, Fahrzeug wieder abschließen. Was ist denn los, Herr Rolf? Kommen Sie mal bitte vor. Ich würde bei dem einen Drogentest machen, der klingt, als hätte er Gift. So, Herr Philipp, also mal ganz ehrlich, ne? 76 km/h habe ich gezählt. 76 km/h. Das ist ein bisschen langsamer. Das geht normal, ein bisschen schneller, ja? Also unter 100, es geht hier gar nicht. Und wenn Sie schon Unfall bauen, ne? So ein Lapidarunfall und kein vernünftigen, das funktioniert nicht. Ja, da muss ich, da ist das Ticket, 1000 wert, ja? Also ein Ticket von 1000 bekommen Sie jetzt von mir. Sind Sie damit einverstanden? Nee. Sie sind nicht einverstanden, dass Sie $1000 Ticket bekommen, nee. Ja? Sind Sie nicht einverstanden? Ja, weil ich kann erkennen, dass Sie Rebellen sind und das gefällt mir nicht. Ja, dann muss ich Sie leider in Haft nehmen. Sie sind Polizisten, was erzählen Sie denn? Haben Sie auch was getrunken? Oder nehmen Sie Drogen? Nee. Ticket, wird das Ticket gleich noch teurer, was die bekommen? Ja.
Jetzt reden Sie sich mal raus. Jetzt bin ich mal gespannt, was Sie sagen. Ja. Das haben wir schon gehört. Platte. Ich glaube, da muss man mal auf den Kopf hauen ein bisschen. Ach, so, was ist jetzt? So, Ticket von $1000 steht. Das bekommen Sie von mir. Nehmen Sie es an oder nicht? Contact! Klopp, klopp. Schreiben Sie gerade der Polizei, die wissen, wo wir sind. Lügen wir nicht. Wir haben unsere Kollegen. Wir müssen denen alles abgesprochen. Herr Philipp. Was ist jetzt? Sind Sie das Ticket von $1000 an? Nehmen Sie das Geld jetzt oder nicht? Der macht keinen Sinn. Ja, danke fürs RP, Herr Philipp. Sie können weiterfahren. Macht ja keinen Sinn. Oh. Herr McFly, Sie sehen aber auch komisch aus. Oh, der wird nicht weit explodieren. Oh. Warum? Na, die stehen auf der Straße rum. Ja, das sagt der Rebell mit dem Polizisten aus. Ja, das ist verboten. Warum liegen sie nicht auf der Straße und rollen richtig rum? Das macht ein Ticket. Sie bekommen $1000 von mir. Okay. Nehmen Sie das Ticket an. Ja. Microphone muted. Lassen Sie sich nicht noch einmal durch mal dumm. Herr Krieger, das sah gerade nach einem Anschlag auf den Polizisten aus. Ja. Ich muss Ihnen deswegen jetzt ein Ticket ausstellen, aber ich sehe, dass Sie alkoholisiert sind, das gefällt mir. Hervorragend. Das Ticket ist. Warte, so kann man die Kroll auch zurückbringen, ne? Das Ticket ist $4000 wert. Nehmen Sie das an? Ja. Aber das nächste Mal treffen Sie den Polizisten bitte und dann gibt das auch mehr Geld. Das können Sie mir glauben. Okay. Nicht, dass der uns jetzt hier niederkachelt. Ja. Die richtigen Polizisten, ne? Nicht verwechseln. Also die falschen Polizisten meine ich. Die sind ja die mit Rot sind die richtigen. Das müssen Sie sich merken, Herr Krieger. Ja, ich weiß, dass ihr die richtigen immer seid. Ach, Herr McFly, kommen Sie nochmal her. Kommen Sie nochmal her, McFly. Was stimmt denn bei Ihnen nicht, sagen Sie mal? Sie haben eine Waffe und verstecken die im Rucksack? Das kostet ja. Ticket. Was geht mit dir? Jetzt legt er los. So. Oh. Jetzt sieht er auf euch. Ja, aber der ist nicht so schnell. Der hat keine Vollerinnerung mehr. Macht mir gerade. Weißt du, warum ich hier stehe? Ich kann nicht mehr. $10. Ich hoffe, Sie sind mit dieser Strafe einfach. Was macht ihr gerade? Ja. Die Trolle zurückholen. Was holt ihr zurück? So, Herr Daniel, bleiben Sie mal stehen. Benutzen Sie hier auch, ich guck gerade auf die Wanted-Liste. Wir sind zu wenig Trolle unterwegs. Herr Daniel. Langeweile, oder? Ja, genau. Was stimmt denn mit Ihnen? Bleiben Sie doch mal bitte kurz stehen. Das ist eine allgemeine Personenkontrolle. Ich bin so mad, ich will einfach nur noch jeden abknallen, den ich sehe. Also, ich werde mal kurz einen Urintest bei Ihnen durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Genau, die mit den komischen Hüten und mit den komischen Waffen. Das ist der falsche Funk, den Sie da gerade haben. Warte kurz. Okay. Ich verstehe das nicht. Ja, das stimmt auch. Ja, aber alle anderen, ja. Können Sie mich jetzt besser verstehen? Okay, ich würde gerne einen Urintest mit Ihnen durchführen. Ja. Stimmen Sie dem Ganzen zu? Vielen Dank für die Kooperation. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dann gebe ich Ihnen nämlich mal kurz eine Wasserflasche und Sie urinieren da einfach mal kurz rein. So, jetzt bin ich da. Gut. Ich mache einen Urintest mit Ihnen und ich gebe Ihnen jetzt eine Flasche, da urinieren Sie rein und ich werde das dann analysieren lassen. Mein Kollege schmeckt das kurz ab und sagt Ihnen dann das Ergebnis, okay? Okay. Um was geht's? So. Ja, das ist eine allgemeine Personenkontrolle und wir wollen jetzt mit dem Urintest rausfinden, ob Sie schon Drogen oder Ähnliches genommen haben. Urinieren Sie mal bitte kurz in die Flasche, die ich Ihnen gegeben habe und geben Sie die zurück. Okay. Kommen Sie weiter Schlüssel erfahren, nichts anderes. Oh. Also er dreht schon wieder. Pass auf, er fährt uns gleich wieder um. Kann mal einer kurz herkommen zu mir? Also er hat tatsächlich gelernt, ja? Sehr gut. So, ich werde das jetzt ganz kurz zu meinem Kollegen bringen und Sie bleiben bitte derweil kurz hier stehen. Ein Kollege kommt schon, sehr gut. Okay. Machen Sie jetzt
noch. So, der Herr Daniel hat gerade in die Flasche uriniert und sie schmecken das ja immer ab, um dann alles herauszufinden. Ja, Drogen und ähnliches. Ich gebe ihm mal die Flasche, kosten Sie mal. Ja, danke, warte. Mach ich wohl mal gerne alleine, wissen wir? Ja, wo bleiben die Cops? Was hat er, Drogen oder hat er keine Drogen? Ja, der ist schwanger, oder? Hat gut so, letzte Mal, das war, der ist schwanger, das war das letzte Mal ganz lustig. Okay. Ja, also, hier ist Ihre Flasche wieder, Sie können sie selber ausdrücken, bitte. So, also, ein Idiot. Vom Geschmack her. Also, Drogen, nee, aber wissen Sie, herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Toter Monat, Herr Daniel. Oh je. Wissen Sie denn? Auch wenn die männlichen Hormone zu nehmen wegen ihrem Bart. Wer von euch hat die Kohle? Daniel, das Kind, Kinder trinken wie sie ihr Kind abtreiben. Oder Kind, wer von euch hat das Geld? Ich hab Geld. Balkon. Ich hab noch 6.000. Okay. Nee, der Geld abheben, Jungs, der Typ auf den Quad, der kriegt. Wissen Sie denn, von wem das Kind ist? Ja, Daniel. Nein, tut mir leid. Aber ich glaube von ihrem Chef, da lief was zwischen uns. Nein, der macht das immer sehr zuverlässig, also da können Sie sich drauf verlassen. Überfall! So, Herr Krieger! Ich glaube, es war von ihm. Er will, dass ich das abtreibe. Ich glaube, es war von ihm. Das gewusst. Was? Nein. Abtreibe. Zum Hausen hat mich auch gekippt. Das ist natürlich mega schade. Wir wünschen Ihnen dann trotzdem noch einen schönen Tag und danke, dass Sie kooperiert haben. FBI ist aber lieb, ne? Ja, danke schön. Danke für die traurige Nachricht. Der will abtreiben. Ja, okay. Abtreiben? Was hat jetzt mit dem Krieger gemacht? Wieso? Ja, der fährt, der kann alles rein, der ist total weg. Ich hab dir gesagt, der soll noch ein bisschen mehr Putzelbäume machen. Ist das gut? Haben Sie gerade zweimal die Hand? Jetzt so Sturmmaske da ist, habt doch sogar eure Polizeisirene. Herr Master, bleiben Sie doch mal bitte kurz stehen. Und wo sind Sie denn hin? Oder Herr Pargos, Personenkontrolle, bleiben Sie mal sofort stehen. Also, ich sehe, Sie haben keine zulässige Frisur. Und zwar gibt es seit kurzem die Anordnung, dass keine Glatzen mehr getragen werden dürfen. Alter, jetzt fährt der noch in irgendwelche Autos rein. Und ich muss Ihnen deswegen jetzt auch ein Ticket ausstellen und ich bitte Sie, die Glatze schnellstmöglich mit irgendwas zu bedecken. $1,000. Sind Sie mit dem Ticket einverstanden? Nein. Können Sie mal ein Stückchen mitkommen, ich verstehe gerade gar nichts. Hallo. Herr Master, sind Sie da? Ja, Sie sind da, sehr gut. Ja, ich hatte ja schon gerade gesagt, dass Ihre Frisur nicht zulässig ist. Herr Master? Oh, Herr Master ist abgehauen. Hallo, Rebell. Okay. Aber sag ihm, er soll jetzt aufhören, damit machen wir das klar. Wir sehen kalt da auch. Wir sind echt noch tot. Aufhören? Er soll aufhören, hier die Kratz über reinzuballern. Mach ich das mal außer P-mäßig klar. Er hätte doch nur gesagt, er soll in Leute reinfahren. In Cops. Wow. Die Polizisten in Kavala, die laufen ganz viel mit Westen rum. Oh Gott, wir haben es rum. Kavala, hier ist unter anderem Detective Olaf. Ja, nur Detective Olaf. Hast sogar Kopfwerfer eingepackt, Olaf? Ja, genau, richtig. Was meine? Wir brauchen noch immer noch ein Barett. Ja, ich weiß. Aber Master, da sind Sie ja wieder. Ja, dann kann ich ja weiter über Ihre Kopfbekleidung reden. Und zwar gibt es ein Gesetz, dass keine roten Mützen hier in Altes getragen werden dürfen. Das ganze Gesetz ist seit vorgestern aktiv.
Mikrofon aktiviert. Mikrofon muted. Und ich muss ihm deswegen jetzt ein Ticket ausstellen, genauso dem Herrn EGS Mike. Ja, das Ticket beträgt $500. Nehmen Sie beide das an? Seit wann sind hier die Rebellen in Zavala? Seit wann? So, wie ich sehe, haben Sie beide das Ticket bezahlt. Ich bitte Sie dann demnächst Ihre Mützen zu tauschen, dass Sie ja nicht so illegal unterwegs sind. Und besorgen Sie sich noch illegale Waffen, dann ist das Ticket das nächste Mal höher. Das Ticket ist nicht höher. Oh mein Gott, wie stinkt. Und Herr Taylor. Das sah auch sehr illegal aus. Sie bekommen jetzt auch noch ein Ticket und der Selbstsum wird nicht geschossen, das wissen Sie. Oh, pass auf, da kommt ein Auto. Ich würde da weggehen, Jungs. So, Sie haben das Ticket erhalten, Taylor. Machen Sie sowas bitte in nächster Zeit nicht mehr. Topper läuft direkt davor. Einer krabbelt gerade davor. Oh, der wird überfahren, ich seh ihn kommen. Alter, 5 Minuten, und hier kriegt das Chaos aus. Oh, sorry, ich wollte gar nicht in die Auto. Nein! Nimmt das einer auf, dann werden wir die gleich alle kicken. Du lags in Game, zumindest bei mir. Ja. Granate. Hat sich heute irgendwas getan an den Gangs und Rebellen? Boah, lassen wir in Ruhe und ist so weggejagt. Okay. Hast du mit War gesprochen oder was? Mit Peremptor? Lass mir jetzt erstmal in Ruhe. Nee. Peremptor ist mir scheißegal. Der hat mich vorhin noch angeschrieben, ich würde ja Westen an Zivilisten verkaufen, habe ich geschrieben, ob er sie noch alle hätte. Wer hat das gesagt? Ja, hat Peremptor mir gesagt. Ich sag erstmal, bin ich erst Montag im Rang aufgestiegen, dass ich Westen kaufen und verkaufen könnte. Also kann es schon gar nicht, weil seit Montag ich fast gar nicht online war, aber. Sag Peremptor, lass es einfach. Muss hier nicht einen Grund suchen, dass wir die Westen geben. Wir haben auch an Zivilisten nicht verkauft, habe ich gesagt. So, komm, wir gehen zu unserem Hauptbasis zurück. Okay. Und HQ? Wir fahren ja ab, Junge. Ich hab jetzt gesagt, ich knall euch ab. Hier geht die Party ab, hat er gesagt. Ey, was ist das? Nimm die Leute alle mit. Nimm die Leute alle mit, sag, die sollen alle runterkommen. HQ, Party bei der Polizei. Techno-Party bei der Polizei, sag mal. So, wir machen jetzt eine Techno-Party bei der Polizei. Wer mitkommen möchte, einfach folgen. Wollt ihr mich gerade erschießen? Und holt eure Freunde. Hä? Ich bin doch Rebell. Wenn, dann muss auf Kopf schießen. What the fuck? Ich bin doch gerade Kopf, was willst denn du? Wir machen eine Techno-Party beim Police-Haku. Wer mitkommen möchte, einfach mir folgen. Habt ihr den Jungs das gesagt? Jeder ist ganz gesehen. Party bei der Polizei hacken. Ich hab jetzt alle am Kavallermarktplatz eingesammelt. Party am. Ach, warte, fuck, ich bin ja noch hier. Treffpunkt Heli oder was? Nee, wir laufen einfach runter, lassen wir den Heli ja stehen. Okay. Aber Jungs, haltet euch fern von den Plätzen, das ist keine Session mehr. Da können wir alle sterben. Wo? HQ, Polizei. Ich stelle mich ganz weit in der Nähe vom Wasser. Wenn irgendwas kommt, springe ich einfach ins Wasser. Mikrofon muted. So, bitte mal kurz alle stehen bleiben. Wir machen hier mal ein kleines Wettrennen. Wer zuerst am HQ ist, bekommt Geld. Ich sag euch mal wie viel. Oh, ich hab kein $4000 für den ersten, der am HQ ist. Auf die Plätze, fertig, los. Ich bin einfach vor allen losgerannt. Nee, du kriegst nichts. Wie sie alle ankommen, ist so gut. Kommen sie wirklich alle an? Ja. Ich hab gesagt, Wettrennen, wer zuerst da ist, kriegt $4000. Okay, ich bin in die Startlinie. Ich sag grad, wer mich überholt, wird erschossen. Alle rennen wieder hinter mich. Kann einer gucken, wer der Erste ist? Ja, ich stehe vorne an der Schranke. Mike rennt die ganze Zeit wieder zurück. Hey, bist du sicher, dass du mich überholen willst? Also, bleib mal stehen, mal gucken, was dann passiert. Die bleiben bei mir stehen. Ne, nur der Mike.
die 4000 Dollar weiter. Okay. Und dritten Freit. So, und nun? Ich wurde jetzt so übelst, dass einfach keine Cops gekommen sind. So, und jetzt gehen wir hier schön aufs Gelände und machen ein bisschen Party. Hast du mal Musik dabei? Männer, hat jemand Musik? Jetzt machen wir einen Arschbombenwettbewerb, oder? Nee. Der erste ist schon gesprungen. So, ich würde sagen, wir beginnen die Party mal mit dem blau-weißen Partybus, oder? Ich hol mal einen raus, Leute. Und gleich kommen die Kopf und denken sie so, what? Wer Fahrzeug kommt da? Ist zivil. Ja, ich habe eben dann noch ein paar Leute eingeladen, die so umstanden. Was hier los ist. Oh ja, der Partybus ist da. Nicht abgedeckt wäre natürlich cool, dass man alle sieht, die hinten drauf sitzen. Ich hoffe, jetzt rein. Ist jetzt jemand hinter mir oder kann ich fahren? Ich sehe das nicht. Nee, ist jemand hinter dir. Warte, ich steig grad ein. Yay, hallo. Alle drin, die rein wollten? Nee, warte, ich komm noch mit. Irgendwie, wo sind die ganzen Zivilisten denn hin? Die stehen da vorne noch. Topper, wo ist dein Weste hin? Da springen noch 10 Leute am Eingang rum. Ist der Typ dumm? Steckt bei dir mal schnell ein, der Typ, der rammt mich die ganze Zeit. Ich schieb den gleich ins Wasser, wenn er nicht aufhört. Ja, noch einmal rammt er, ich schieße ihm die Reifen kaputt. Ne, ich schieb den ins Wasser. Ja, go, go. Ich glaub, der wird zurückschießen. Ja, der rammt nicht einfach an den Partybus. Der rammt ja nicht freiwillig den Partybus. Was stimmt denn nicht? Oder McFly wieder, ne? Achso, das ist der Partybus hier. Ich hätte gedacht, das ist einer von den Cops. Nein, das ist der Partybus. Wir wollen doch jetzt alle Party machen. Da kann man nicht mal hinten reinfahren. Dann über Parkrieger! Außerhalb der Schranke rechts, wenn man rausgeht. Die sind gerade angehalten. Ja, da fahren wir dann mal hin. Ja, die haben die Schüsse gehört. Mach Partybus. Pass auf, jetzt kommen die Fahrer. Mach fahr los, Partybus. Da liegt einer direkt. Nein, du überfährst da gerade einen. Nein, ich schaff das. Ja, genau. Der ist jetzt im Semmel bei mir. Nein, das ist der. Ach, das ist der Händler. Schranke rechts, ja. Ich sitze ja, hinten. Ja, da steht die Karre. Ich will nicht raus. Was? Alter, ich verlöse. Selber schuld, ey. Die sollen. Lass sie noch einsteigen. Alter. Von hinten. Von wo denn? Ich glaube, die verstehen keinen Spaß. Yes. Ach, die haben sich in der Safe Zone gekillt. Fahr los! Die schießt jetzt. Fahr los! Alter, die schießen die ganzen Zivis nieder. Hey, wake up! Wo sind die? Microphone muted. Microphone out. Los, wir haben noch 5 Minuten. Ab zur Burg. Sag mal so, wenn die auf uns schießen. Was sollen wir jetzt machen? Ab zur Burg. Wir müssen uns einen Vorteil ergattern. Den haben wir nicht hier unten. Wo sind die denn? Die irgendwo genau? Die Mauern hoch, oder? Das ist halt scheiße, dass das Auto hier so blöd steht. Lass einfach die Karre da stehen, man steigt aus und läuft hinter das Makulin vorbei. Und dann, Also der hat mich, ne? Ja. Darf ich zurückschießen? Der war wegen. Klar, den verhaftet. Bevor du ihn verhaftet, kannst du ihn rausschießen. Ist mir scheißegal, Alter. Die schießen auch einfach ohne irgendeine Diskussion. Wir haben nichts gemacht. Wir haben nicht einmal auf die geschossen. Kann das nicht. Also, sagst du mir, ihr sollt euch alle ergeben oder es wird geschossen. Ja, die können. Sag ihm einfach, dass wir hier mit dem Partybus sind, zu gar nichts Böses wollen und uns verpieseln. Auf in die Burg. Wo sind denn die Cops, Ekul? Die waren da auf dem Steg an, gegenüber vom Polizeikorps. Die sind so uncool, echt, ohne Scheiß. Ja, Cops halt. Ja. Aber also ihr schießt nicht auf Cops, oder was? Wie bitte? Schießt ihr jetzt auf Cops oder nicht? Die haben noch nicht einmal auf Cops geschossen bisher. Ja, das Gute ist, die Zivilbevölkerung kriegt das gerade alles mit, dass die einfach alles hinrichten. Ja. Kurz mal auf Cop. Wenn sie sich gehen lassen, schießen wir auf keinen Cop. Bitte? Was sagst du, nicht auf Kopf schießen? Nein.
unser Eco gehen lassen. Der SB, ich verlor's, der fährt mir vorhin rein. RDM, RDM. Also, was ist jetzt los? Was soll ich den Typen sagen? Den T-Bone? Sag ihm, dass wir nicht auf Kopf schießen, dass wir einfach nur unseren Partybus drauf. Ja, ja, ich weiß schon, aber er sagt ständig, ihr sollt euch ergeben oder ihr werdet beschossen. Ja, gut, wie sieht's aus, Jungs? Seid ihr gut versteckt? Sag nein, wir ergeben uns nicht, wir ziehen uns höchstens zurück. Sonst wird das, könnte das Feuer öffnen. Wie lange ist noch? 3 Minuten. Ich sag noch ein bisschen, wir müssen uns gerade beraten oder so. Ja, oder so, sag mal, wir müssen uns beraten. Fertig. Die werden ihn hingehen. Ja, Krieger, du bist ein Gastfeuer, sehr schön. Echt blöd, dass die Cops da einfach auf Zivilisten schießen, das habe ich gar nicht verstanden. Zum Glück haben die nicht erwischt. Ja. Ja, die können halt nicht einfach alle töten. Jetzt schießen sie wieder auf Zivilisten, das kann echt nicht sein. Ja, was ist jetzt? Noch ein bisschen cool. Zivilbevölkerung anstacheln? Ja, passiert gerade schon. Höchster. Hey Taylor, pass jetzt auf, kann sein, dass die gleich hochkommen. Versteck dich lieber ein bisschen. Ja, ich renne da gleich rüber. Microphone activated. Die können auf den Stein da laufen, ihr solltet da runterkommen von da oben, wo ihr gerade seid hier. Ja, erstmal müssen sie da hinkommen. Lucky Strike. Ja, das letzte Mal stand der auch plötzlich oben und keiner wusste, wo er herkam. EQ, gib mal eine Ansage, was los ist. Soll ich den Kopf erschießen neben EQ? Keine Ahnung, gibt's nichts Neues. Soll ich den Kopf daneben erschießen? Nee, was hast du denn gesagt? Hast du gesagt, dass wir überlegen, oder was hast du gesagt?